Herzlich willkommen auf dem Dresdner Neumarkt, unmittelbar vor der Dresdner Frauenkirche. Mein Name ist Sebastian Veit und ich lade Sie ein, mit mir die Frauenkirche zu besuchen. Für einen Moment aber hier vor der Kirche zu verweilen. Hier steht seit 1000 Jahren eine Kirche. Und in dieser barocken Gestalt ist sie im 18. Jahrhundert von dem Baumeister George Beer errichtet worden. Am Ende des Zweiten Weltkrieges brennt die Frauenkirche aus, stürzt in sich zusammen und über 4 Jahrzehnte liegt hier ein Trümmerberg. Und dann, nach der Friedlichen Revolution, gibt es den Impuls, den Ruf aus Dresden, diese Kirche, diese einzigartige Dresdner Frauenkirche wieder aufzubauen. Und Menschen aus aller Welt beteiligen sich, spenden, beten für diesen Wiederaufbau, engagieren sich, kommen hierher. Und das Ergebnis können wir sehen. Nach 12 Jahren, 2005, ist die Frauenkirche in der alten Gestalt, in ihrer barocken Art, wieder aufgebaut. An den hellen und dunklen Steinen in der Fassade ist ablesbar, was die Geschichte dieser Kirche ausmacht. Sie erzählt uns etwas von menschlichem Leid, von Krieg und Zerstörung und gleichzeitig etwas von der Kraft, die in uns Menschen steckt, einen solchen eingestürzten Kirchbau wieder aufzubauen. Helle und dunkle Steine in der Fassade mit der Botschaft des Friedens zu versehen. Über der Kirche erhebt sich diese wunderbare steinerne Glocke, die Kuppel der Frauenkirche. Sie lädt ein, in das Innere einzutreten und einen Blick in sie hineinzuwerfen. Ich nehme Sie jetzt mit hinein in die Dresdner Frauenkirche. Das ist ein ganz besonders bewegender Ort in der Frauenkirche. Ich stehe hier am alten Turmkreuz. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hat dieses Kreuz oben auf der Spitze der Kuppel gestanden. Und dann brennt die Kirche aus, stürzt in sich zusammen, wird dieses Kreuz unter den Trümmern begraben. Und 1993, als man anfängt, diese Kirche wieder aufzubauen, ist es wiedergefunden worden. Genau so, wie wir es heute sehen können. Es trägt die Spuren der Zerstörung. Es ist deformiert, es ist verbogen. Und gleichzeitig ist zu erkennen, was hier geschehen ist. Wir wissen, dass bei dem Brand ungefähr 1000 Grad im Inneren der Kirche entstanden waren. Diese Spuren von Leid und Gewalt und Krieg zeigt dieses Kreuz. Es ist wiedergefunden worden und schon in diesem Moment wurde festgelegt, dass es in der wiedererrichteten Kirche einen besonderen Platz bekommt. Eben weil es ein Kreuz ist, weil es Ausdruck für Leid und Zerstörung ist. Alle Besucher, die in die Frauenkirche kommen, sehen es hier. Und wenn sie die Kirche verlassen, haben sie die Möglichkeit, hier unter diesem alten Kreuz eine Kerze anzuzünden. Jede Kerze trägt die Aufschrift "Friede sei mit euch". Das war das erste Wort des auferstanden geglaubten Jesus von Nazareth, dem Christus, an die Menschen, denen er begegnet ist. Die Friedensbotschaft, sie geht von dieser Kirche aus. Und es ist unser Wunsch, dass alle, die in diese Kirche kommen, ein wenig friedlicher diese Kirche auch wieder verlassen und ein Zeichen des Friedens mit in unsere Welt tragen. Ist das nicht ein beeindruckender Blick? Viele Besucher sagen, dass das eine der schönsten Stellen in dieser Kirche ist, weil man den gesamten Raum wahrnehmen kann. In der Ostseite der Kirche den Altar, der in dieser Weise aus dem Trümmerberg wiedererstanden ist. An der Altarplatte kann man sehen, dass das ein verwundet belassener Ort ist. Und über diesem Altar erhebt sich die Orgel. Das ist etwas Besonderes in der Frauenkirche, dass man beim Eintritt in die Kirche sofort auf die Orgel blickt. Musik spielt in diesem Gotteshaus eine ganz besondere Rolle. Nicht nur in den vielen Gottesdiensten, die wir hier feiern, sondern auch in den Konzerten, die immer wieder in der Frauenkirche stattfinden, in der Regel am Samstagabend. Musik und Wort, Vorträge, Zeiten, in denen die Besucher in diese Kirche eintreten können und selbst erkunden können, an welcher Stelle in einem solchen Gotteshaus sie sich willkommen fühlen. Ob sie die Kanzel in den Blick nehmen oder einen Blick auf den Taufstein werfen oder sich in den Bankreihen für einen Moment niederlassen und diese Wahrnehmung der Frauenkirche auf sich wirken lassen.
Das ist etwas, was es an keiner anderen Stelle in einer Kirche gibt, diese Gesamtkomposition eines Altars mit der Orgel. Es gibt aber in diesem Gotteshaus noch einen zweiten Ort, an dem wir Gottesdienst feiern können und Musik erleben können. Das ist die sogenannte Unterkirche. Und dorthin würde ich Sie gern mitnehmen. Willkommen in der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche. Ein ganz anders gearteter Raum. Unmittelbar unter dem Kirchraum ein Gewölbe, eine alte Grablege und mitten in diesem Raum ein zeitgenössischer, modern gehaltener Altar von dem Künstler Anish Kapoor. Aus Granit gearbeitet, mit einer Vertiefung. Auch er zeigt die Geschichte dieser Kirche. Hier ist nichts perfekt, hier ist nichts glatt, sondern hier spiegelt sich die Geschichte von Zerstörung und Wiederaufbau wieder. An dieser Stelle der Kirche fragen Menschen auch nach dem Ursprung des Lebens, deshalb auch diese Vertiefung. Und über dem Altar das Kreuz, gearbeitet von dem Künstler Schönholz, und über dem Kreuz der Schlussstein. Und dieser Schlussstein befindet sich unmittelbar unter dem Mittelpunkt der Dresdner Frauenkirche, unter der Mitte der Kuppel unserer Kirche. Auch dieser Raum war zerstört, das kann man noch sehen, im Hintergrund auf der Westseite die alte Mauer und über uns das neu gearbeitete Gewölbe. Hier versammeln sich Menschen, die in der Zeit der geöffneten Kirche hier hinunterkommen und einen Moment der Stille und der Besinnung haben. Hierher kommen Menschen, die ein Konzert hören wollen. Kammermusik ist an dieser Stelle wunderbar beheimatet. Hier können wir gemeinsam singen und musizieren. Und von hier aus geht ebenfalls diese Botschaft aus, dass die Frauenkirche ein Ort des Friedens und der Versöhnung ist. Wenn Sie die Frauenkirche besuchen, dann sollten Sie unbedingt die Gelegenheit wahrnehmen, auch auf die Kuppel zu steigen. Von außen über den Eingang G gibt es die Möglichkeit, zwischen die beiden Kuppeln dieser Kirche zu kommen. Sie kennen die Außenkuppel in der Glockenform, wie man sie sehen kann. Aber es gibt noch eine innere Kuppel, die man aus dem Inneren der Kirche sehen kann. Und dazwischen einen Pfad, der sich 2,5 Mal um die Kuppel windet, über den man auf die Plattform der Kirche kommen kann. Und auf diesem Weg hat man einen wunderbaren Blick hinunter in die Kirche, sieht, wie sich die Emporen übereinander in die Höhe bewegen, die Menschen wirklich emporgehoben werden. Und man hat die Möglichkeit wahrzunehmen, was das für ein einzigartiger Kirchenbau war. George Behr hat diese Kuppel in Sandstein gefasst. Ursprünglich sollte es in Kupfer gearbeitet werden, aber er entscheidet, dass auch die Kuppel in dem Sandstein dieser Region gearbeitet wird und schafft damit ein einzigartiges bautechnisches Meisterwerk. Diese Kuppel wiegt enorm viele Tonnen und schwebt über der Kirche ganz leicht. Es ist großartig zu sehen, wie dieses gelungen ist und wie es auch wieder aufgebaut worden ist. Das ist der Lohn, wenn man auf die Kirche hinaufgestiegen ist. Dieser einzigartige Blick über das Elbtal. Ein Blick, der die Frauenkirche auch im Zentrum dieser Stadt verortet. Auf der einen Seite die neu gebaute Synagoge, auf der anderen Seite die katholische Kirche, dahinter der Sächsische Landtag. Die Frauenkirche steht nicht nur im Herzen der Stadt, sondern auch mitten in unserer Gesellschaft. Und sie ist offen für alle. Ganz gleich, wie Sie glauben, ganz gleich, ob Sie glauben oder zu den Zweifelnden gehören, diese Kirche hat offene Türen aus allen Himmelsrichtungen und Richtungen können Sie kommen und sind eingeladen. Und diese Kirche vermittelt eine Weite, eine Perspektive, die uns im Leben hilft. Mitunter laden wir an dieser Stelle am Samstagmorgen zu einer Andacht ein, die wir beim Sonnenaufgang feiern. Dazu sind Sie auch eingeladen.